Während sich Friedrich Merz immerhin ein bisschen öffnet für eine Reform der Schuldenbremse, blamiert sich sein Generalsekretär Carsten Linnemann genau zu dieser Frage bei Maybrit Illner. So viel zum Thema Wirtschaftskompetenz der Union. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice Höfgen und in diesem Video geht es um die CDU-Position zur Schuldenbremse. Will sie die nun reformieren? Zeigt sie sich nun offen oder schließt sie das kategorisch aus? Reform in den Ländern, Reform im Bund? Naja, um all das ordentlich diskutieren zu können, müsste sie zumindest mal wissen, wie ist denn eigentlich der Status quo? Und schon da hapert es leider bei Carsten Linnemann, wie wir gleich sehen werden. Er clasht in der Debatte übrigens mit dem SPD-Generalsekretär Matthias Mirsch zusammen. Ansonsten sitzen noch die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer und zwei Journalisten in der Runde, und zwar Robin Alexander von der Welt und Eva Quadbeck vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wir schauen uns die Debatte an, weil die sagt sehr viel darüber aus, was denn der Kurs der Union wirklich sein wird. Es geht auch um die Wirtschaftskrise in Deutschland. Insofern hochaktuelle Themen. Wir verlieren keine Zeit und gehen gleich rein. Man sollte auch nicht nur abstrakt über Koalitionen reden, sondern tatsächlich, wo sind die gemeinsamen Schnittmengen? Und hier haben wir ein Problem und das muss geklärt werden in der nächsten Regierung, da bin ich mir ganz sicher. Die Ampel ist in schweres Fahrwasser gekommen durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Mhm. Und die hat es verunmöglicht, dass wir teilweise Investitionen tätigen, die dringend notwendig gewesen sind. Und da geht es um die 60 Milliarden, wo Karlsruhe zugesagt hat, die dürfte er nicht aus Corona-Mitteln für Klimamittel im Klima- und Transformationsfonds unwidmen. Diesem entscheidenden Punkt hat man auch dann keinen gemeinsamen Nenner mehr gefunden. Deswegen hat Olaf Scholz gesagt, er will nicht, dass hier ein Entweder-Oder entsteht, dass der Ukraine geholfen wird, aber dafür eben an ganz, ganz vielen Stellen in Deutschland sich kaputt gespart wird. Und deswegen ist diese Frage eine, und das ist zum Beispiel die Frage der Reform der Schuldenbremse, über die die nächste Koalition reden muss. Sonst wird das nichts. Und das ist eine Grundvoraussetzung. So kann man das nicht machen. Vor allem muss man ja mal sagen, jetzt tun die immer so, Olaf Scholz wäre jetzt derjenige, der schon immer gegen die Schuldenbremse gewesen ist und bloß nichts gegeneinander ausspielen will. Also nicht äußere Sicherheit gegenüber Sozialstaat beispielsweise, nicht Ukraine-Hilfe gegen Rente. Nur, Olaf Scholz war ja selbst Finanzminister und als Finanzminister hat er nicht Schuldenbremse gemacht, sondern schwarze Null. Ja? Also wollte gar keine neuen Schulden um. Bundesebene erlaubt die Schuldenbremse ja sogar, neue Schulden zu machen. Dieses Jahr sogar 50 Milliarden. Trotzdem wird die Schuldenbremse eingehalten. Olaf Scholz wollte darauf verzichten. Und wie waren die Nettoinvestitionen in Deutschland in der Zeit? Null. Die Infrastruktur wurde kaputt gespart. Ja, es wurde gerade mal so viel investiert, wie nötig war, um den Verfall der aktuellen Infrastruktur zu stoppen. Ja, es wurde nicht modernisiert. Nichts. Auch das war natürlich ein Ausspielen. Machen, weil also dieser Trick, mit dem Scholz aufgeflogen ist beim Bundesverfassungsgericht, der stand schon im Koalitionsvertrag. Da gab es doch keinen Angriff von Russland auf die Ukraine. Nein, Entschuldigung, Herr Alexander. Die Ukraine hat das Mogeln nicht ausgelöst. Nein, Entschuldigung, es geht. Es stimmt. Nicht um Mogeln, sondern die Verfassung sieht vor, dass man in einer bestimmten Lage eine Notlage erklären kann. Aber Sie geben schon zu, dass Sie das Urteil verloren haben. Das Urteil haben wir alle verloren, denn auch in der Großen Koalition haben wir kräftig Dinge aufgelegt, die jetzt so aber nicht mehr möglich sind. Aber war das nicht Herr Schulz als Finanzminister? Wir können jetzt hier Schulz, weil viel entscheidender ist doch nach vorne zu gucken. Und diese Schuldenregel, so wie sie dort ist, werden wir nicht mehr halten können. Und deswegen wird es darum gehen, dass wir eine Koalition eine Mehrheit findet, um sie zu verändern. Im Übrigen brauchen wir eine Zweidrittel, wollte ich gerade sagen. Weil da ist tatsächlich ja genau die Ampel auseinandergebrochen. Man könnte auch Sachen mit einfacher Mehrheit machen, zum Beispiel Notlage wegen Ukraine-Krieg erklären. Da hat übrigens das Bundesfinanzministerium zuletzt was Spannendes gesagt. Und zwar, dass die Notlage auch erklärt werden kann, wenn eine solche Situation schon Jahre besteht. Also nur weil etwas Außerordentliches, eine außerordentliche Krise, die extern begründet ist und schwer die Finanzlage des Haushalts stört, nur weil die schon Jahre anhält, heißt das nicht, dass das das neue Normal ist. Ja, erstens, das ist mal eine Argumentation von Christian Lindner und der FDP, die sagen, naja, Ukraine-Krieg hatten wir auch letztes Jahr mal keine Notlage gemacht, warum soll das dann dieses Jahr so sein? Nee, gilt nicht. Und die Auffassung des Bundesfinanzministeriums, allerdings unter neuer Besetzung von Nur Kukis, ist, dass man
wenn so eine Notlage besteht wie Ukraine-Krieg, nicht erst in anderen Posten zusammenkürzen muss, ja, also nicht erst konsolidieren muss, bis sich die Balken biegen, um dann eine Notlage machen zu können, sondern man kann alle anderen Haushaltsposten ganz normal weiterführen und kann zusätzlich die Notlage machen. Ja. Notlage wegen Ukraine-Krieg heißt nicht, erst woanders was kürzen müssen. Sehr wichtig. Die nächste politische Frage ist, was muss man tun in Bezug auf die Schuldenbremse und festhalten, genau dazu wollen wir jetzt kommen und starten tatsächlich mit den nicht besonders rosigen Aussichten der Wirtschaft. Das ist schon thematisiert worden. Die Politik ist das eine, wie das im Land aussieht, ist das andere. Und die Vertreter der Wirtschaftsweisen haben sich zu ihrem Jahresgutachten leider auf diese Zahlen verständigen müssen. Noch im Frühjahr hatten die Ökonomen ein Wachstum von 0,2% prognostiziert, für 2025 einen Anstieg von 0,9%. In ihrem neuen Jahresgutachten sagen die Wirtschaftsweisen voraus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 0,1% schrumpfen wird. Und für 2025 erwarten sie nur ein Wachstum von 0,4%. Wir sind uns hoffentlich einig, dass selbst 0,2 und 0,9% peinlich wenig gewesen wäre dafür, dass Deutschland seit 4 Jahren Krise hat, dass das Bruttoinlandsprodukt immer noch nicht über dem Niveau von 2019 ist, ja, real, also inflationsbereinigt, und dass da nach so einer Krise viel mehr Wachstum möglich ist. Ja, wenn man in die USA guckt, die sind schon wieder 10%, fast 15% preisbereinigt, Inflation rausgerechnet, schon über dem Niveau von vor Corona. Ne? Da sind diese 0, noch was, die übrigens kann man sowieso nicht genau sagen. Ja? Ob das jetzt 0,2 oder minus 0,1 sind, beides wenig, beides fast nichts. Also dazu glauben, ja, das kann man auf ein Jahr genau prognostizieren, ist eh ja Quatsch. Das ist die Glaskugel, die man versucht zu bemühen. Es ist ja so hochkomplex, wer sich für welche Investitionen entscheidet, unter welchen Bedingungen die Leute mehr oder weniger konsumieren, wie die Löhne sich entwickeln. So, da können die alle ein bisschen Annahmen in ihre Modelle tippen und dann fallen da eine Zahl raus. Aber was am Jahresende wirklich passiert, ja, das kann man fast gar nicht genau als rechnlich auf eine Nachkommastelle prognostizieren. Also, dass es nicht plus 10% würde oder plus 5%, okay, das kann man prognostizieren. Aber ob jetzt 0,9 oder 0,7 oder 0,2, ist ein bisschen Kaffeesatzleserei. Monika Schnetzer ist bei uns, die Chefin der Wirtschaftsweisen, Rat der Sachverständigen zur Wirtschaft. Die Zahlen sind nicht gut. Wenn Sie sich jetzt, Frau Schnetzer, noch vorstellen, dass es tatsächlich eine lange Zeit gibt, in der Wahlkampf und Koalitionsverhandlungen stattfinden, kann es blöder kommen? Es kann jetzt in der Situation kaum blöder kommen. Und das fängt ja schon damit an, dass am 6. November morgens klar war, jetzt ist Trump gewählt worden. Und das ist ja die nächste große Herausforderung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Denn jetzt kommen möglicherweise Zölle. Man weiß nie, wie schlimm es wirklich wird. Aber die Unsicherheit ist dadurch noch mal viel größer geworden. Eigentlich bräuchten wir jetzt eine handlungsfähige Regierung. Eigentlich müssten wir jetzt dafür sorgen, dass wir in der EU uns formieren und wirklich Trump auch Paroli bieten. Noch eine wichtige. Wir haben ja nicht nur jetzt keine handlungsfähige Bundesregierung mehr, wir haben ja auch noch immer keine handlungsfähige EU-Kommission. Läuft. Die Frage für alle Bürger, die Diskussionen um den Nachtragshaushalt und um den Haushalt 2025 haben alle verfolgt, die kommen nicht zustande. Muss sich der Bürger Sorgen machen in den nächsten Monaten? Es ist zum Glück nicht so wie in den Vereinigten Staaten, wo, wenn der Haushalt nicht verabschiedet ist, man dann die Angestellten nach Hause schickt, weil man sie gar nicht mehr bezahlen kann. Das ist kein Problem. Wir haben eine vorläufige Haushaltsführung. Alles, was gesetzlich vereinbart ist, das kann man auch bezahlen. Aber man kann natürlich keine neuen Programme auflegen. Und da, wo es momentan ja noch drüber nachgedacht wurde, Wachstumsinitiativengesetz beispielsweise Hilfen zu geben, das kann man dann nicht mehr. Wir sind beim Streit der Schulden. Und das ist selbstverständlich bitter in der misslichen Lage, in der die deutsche Wirtschaft gerade ist. Ja, wir bräuchten dringend ein Konjunkturpaket. Zum Jahreswechsel wird auch ganz viel teurer. Ja, also Gasnetzgebühren, Gasspeicherumlage wird teurer. Dann der CO2-Preis macht Gas teurer, macht Tanken teurer, macht Sprit teurer. Dann steigen die Strompreise, weil die Netzentgelte steigen.
wollte die Ampel eigentlich einen Zuschuss zahlen an die Netzbetreiber, damit die Netzentgelte nicht so erhöhen müssen. Kommt jetzt nicht. Dann wird Busfahren teurer, weil das Deutschland-Ticket bald nicht mehr 49, sondern 58 Euro kostet. In Berlin hat es sogar nur 29 gekostet, in einem gewissen Tarifbereich. Ja, da wird es bald 58 Euro auch kosten, also nochmal größerer Kostenschock. Die Sozialabgaben steigen um insgesamt 1 Prozentpunkt, 0,2 Pflege, 0,8 Zusatzbeitrag Krankenkasse. Was das für den Nettolohn von Arbeitnehmern bedeuten kann, habe ich zuletzt übrigens im Newsletter mal beschrieben. Und zwar hier, faule Versprechen für die Krankenversicherung. Wer 3.000 Euro brutto im Monat verdient, hat dadurch durch die Anhebung der Sozialabgaben im Monat grob 15 Euro weniger netto. Aufs Jahr gerechnet sind es schon 180 Euro. Und jetzt krass zum Vergleich. Bei dieser Einkommenshöhe, also 3.000 brutto im Monat, bringt der Abbau der kalten Progression, das ist das, was SPD, Grüne und FDP, selbst CDU eigentlich noch durchbringen wollen, gerade einmal knapp 100 Euro Entlastung im Jahr. Kleine und mittlere Einkommen werden also durch die Kombination aus höheren Sozialabgaben und dem Abbau der kalten Progression ärmer. Große Einkommen hingegen nicht, weil die übermäßig vom Abbau der kalten Progression profitieren, aber von steigenden Abgaben nicht mit ihrem ganzen Einkommen betroffen sind. Stichwort Beitragsbemessungsgrenze. Zum Abschied verschenkt die Ampel also Trostpflaster an Arme und Champagner an Reiche. Der Artikel heißt Faule Versprechen für die Krankenversicherung, packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Übrigens gibt es hier generell im Geld für die Welt Newsletter immer wieder neue exklusive Analysen und Kommentare, zusätzlich zu allem auf YouTube. Wenn euch das interessiert, checkt das gerne aus. Hier eine Leseprobe zum Thema Erbschaftssteuer. Und ich habe geschrieben über die Streichliste der Berliner GroKo als Warnung davor, dass uns vielleicht bald wieder eine GroKo im Bund blüht. Die wird sogar angeführt hier in Berlin von Kai Wegner. Niemand in der CDU ist lauter für eine Reform der Schuldenbremse. Schaut man sich diese Kürzungen aber an, kommt man aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Ja. Zuschüsse für Elektrobusse weg, weniger Geld für Kita-Ausbau, für neue Grundschulen, für Jugendhilfe, für Klimaschutz, für Gewässerschutz, ja, und für Forschung auch, ja, auch das. Checkt das gerne aus, wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Schuldenbremse und hier am Tisch auch gerade zu der Erkenntnis gekommen, dass diese Ampel sicherlich zerbrochen hat und dafür gesorgt hat, dass wir jetzt vor Neuwahlen stehen. Kommt, Frau Schnitzer, jede neue Regierung dieses Landes eigentlich an einer Reform dieser Schuldenbremse nicht mehr vorbei? Was sagen Sie als wirtschaftsweisen Chefin? Wir haben tatsächlich uns im Frühjahr damit auseinandergesetzt und überlegt, ist denn die Schuldenbremse, so wie wir sie zurzeit haben, nicht zu restriktiv? Lass mich erstmal sagen, warum es wichtig ist, eine Schuldenbremse zu haben. Man will die Schuldenbremse haben, weil Politiker, Politikerinnen, das zeigt die Erfahrung, dazu neigen, wenn sie was ausgeben, das zulasten der nächsten Generation zu machen, nämlich mit Schulden das zu finanzieren. Das wollte man verhindern, das hat man auch verhindert. Wir haben aber ein zweites Problem, das... Sie sagt einfach, das zeigt die Erfahrung. Es gibt dafür keine empirische Evidenz. Das ist ein neoliberaler Mythos. Das ist Geschwätz, um es mal ganz klar zu sagen, Stammtischgeschwätz zu sagen, oh, wir müssen unbedingt die Politik mit einer harten Schuldenregel begrenzen, sonst macht die immer Wahlgeschenke für die jetzigen Wähler, ja, aber investiert nicht langfristig. Erstens, die Schuldenbremse verhindert, dass sie langfristig investiert. Wir haben einen krassen Investitionsstau und Schulen regnet es rein, Brücken fallen zusammen. Und zweitens, wo sind denn diese Wahlgeschenke in der Vergangenheit gewesen? Ja, vor Einführung der Schuldenbremse gab es die Agenda 2010, die viele Leute in Niedriglöhne geschmissen hat, die vielen Leuten eine niedrigere Rente zugemutet hat und vieles mehr. Es gab regressive Steuererhöhungen, Mehrwertsteuer beispielsweise, ja, wurde erhöht von 16% auf 19%. Das trifft vor allem kleine und mittlere Einkommen. Wo sind diese Wahlgeschenke gewesen, von denen immer geredet wird? Die gab es einfach nicht. Das ist einfach Quatsch. Das ist einfach falsch. Ja, ist einfach Mythos. Und weil sie selber weiß, dass das falsch ist, sagt sie als Ökonomin, das zeigt die Erfahrung. Ja, wissen wir doch alle. Ja, jeder weiß doch. Wenn Sätze schon so anfangen, weiß man schon, jetzt gleich kommt Geschwätz. Ja, ohne Grundlage, ohne Basis. Nämlich die Ausgaben, die man tätigt, eben auch gerne genau für die aktuelle Wähler. Oh Gott, ich wäre ja froh, wenn es Wahlgeschenke gäbe. Ne? Denn also
viele Klientel könnten Wahlgeschenke gebrauchen. Macht mal Wahlgeschenke für kleine und mittlere Einkommen, dann läuft das auch mit der Wirtschaft ein bisschen besser, wenn die Leute Geld haben, um sonntags bei Bäckerloh zu Brötchen für die Familie zu holen. Das wäre mal ein vernünftiges Wahlgeschenk. Klientel ausgesucht. Ja. Denken wir an die Mütterrente, denken wir an die Rente mit 63, einmal CDU, einmal SPD-Programme gewesen. Und das ist nun etwas, was durch die Schuldenbremse nicht verhindert wird. Denn da wird nur verhindert, dass man zu viel. Rente mit 63, dass Leute nach 45 Beitragsjahren in Rente gehen können. Ey, geisteskrankes Wahlgeschenk. Unbedingt. Ja, Wahnsinn. Das ist ja sowas von ein Wahlgeschenk. Die armen Jungen, die jetzt zusehen müssen, dass der Dachdecker nach 45 Beitragsjahren nicht mehr kann. Ja, Mensch. Also, was ist das für ein Beispiel? Viel ausgibt, aber man sagt nicht, wofür es ausgegeben wird. Was viel mehr Wahlgeschenke sind, ist beispielsweise, wenn der Staat Staatsanleihen unbedingt über private Banken verkauft, damit die risikofrei mitverdienen. Was Wahlgeschenke sind, ist, wenn die CDU in Ministerien fette Aufträge an Beratungsfirmen gibt. Was Wahlgeschenke sind, ist, wenn Jens Spahn sich mal eben ein paar Maskenlieferanten empfehlen lässt, obwohl die eigentlich viel zu teuer sind, obwohl der ohnehin schon viel zu viele Masken bestellt hat, ja, und dann auch noch zufälligerweise Firmen in der Nähe seines Wahlkreises profitieren oder eben solche Leute aus dem CDU-Netzwerk wie Monika Tantler dann plötzlich da an fetter Provision mitverdienen. Ja, das sind Wahlgeschenke. Aber doch nicht, wenn man Leute, die 45 Jahre mal locht haben, dann ein bisschen früher in Rente lässt, ja. Geben wird. Mhm. An der Stelle könnte jetzt tatsächlich eine Reform wirklich helfen. Mhm. Eine Reform, die erstmal dafür sorgt, dass man mehr Spielraum schafft, denn die Schuldenbremse, so wie sie ist, ist restriktiver, als wir es brauchen. Man kann mit etwas mehr Verschuldung immer noch die Schuldenstandsquote unter 60% halten. Aber man könnte jetzt eine Regel finden, die dafür sorgt, dass nicht nur Die unter 60% zu halten auch schon kein sinnvolles Ziel ist, ne? Aber diese sinnlose Zahl steht halt in den EU-Verträgen und deswegen ist sie relevant. Das Bittere ist nur, selbst wenn man dieses sinnlose, gewürfelte Ziel von 60% Schuldenstandsquote, die übrigens kein anderes G7-Land der Welt hat, kein anderes G7-Land hat unter 100%, ne? Nur die dummen Deutschen. Nur wir. Nur wir. Wir, die übrigens gerade am schlechtesten wachsen, ja, und sich die Infrastruktur kaputt sparen. Und Japan mal ausgeklammert, so sehr altern wie kaum eine andere Volkswirtschaft der Welt. Mhm. Ja, wer sind jetzt die Klugen und wer sind die Dummen? Das ist die Frage. Die Deutschen sind die Dummen mit ihrer Schuldenbremse in dieser Ausgangslage, in dieser Situation. Die Ausgaben begrenzt werden, sondern dass man das Geld auch fürs Richtige ausgibt. Und für Investives. Das ist interessant, weil ausgerechnet Friedrich Merz, über den wir schon viel gesprochen haben, letzte Woche angedeutet hat, dass er eine Reform eben dieser Schuldenbremse nicht mehr komplett ausschließt. Offensichtlich hat er da eine Lernkurve gezogen. Vor 7 Tagen hier bei uns in der Sendung hat er noch etwas ganz anderes gesagt. Sie hören jetzt zweimal Friedrich Merz, den doppelten Friedrich Merz, einmal von vor 7 Tagen und einmal von gestern. Wir können in den beiden Jahren 2024 und 2025 mit der Schuldenbremse 100 Milliarden Euro zusätzliche Schulden machen. In den beiden Jahren zusammen. Also die Schuldenbremse gibt eine große Flexibilität. Und deswegen bin ich mit Christian Lindner einig, wir haben in Deutschland kein Einnahmenproblem. Ehrlich gesagt, Schuldenbremse ist ein technisches Thema, kann man so oder so beantworten. Selbstverständlich kann man das reformieren. Die Frage ist, wozu? Mit welchem Zweck? Typischer Merz. Was ist das Ergebnis einer solchen Reform? Ist das Ergebnis, dass wir noch mehr Geld ausgeben für Konsum und Sozialpolitik? Dann ist die Antwort nein. Ist das Ergebnis, es ist wichtig für Investitionen, es ist wichtig für Fortschritt, es ist wichtig für Lebensgrundlage unserer Kinder? Dann kann die Antwort eine andere sein. Herr Lindemann, jetzt haben Sie sich das so gewünscht. Heute so, gestern so. Wann war der richtige Friedrich gerade dran? Also es gibt ja sozusagen zwei Schuldenbremse. Eine im Jetzt versucht er sich rauszureden. Hört mal ganz genau hin. Bund und einen in den Ländern. Bitte? Die im Bund
Ja, die im Bund ist sehr flexibel. Wir haben da eine Konjunkturkomponente. Nein, die im Bund ist so flexibel, Frau Illner, ja, dass wir im Jahr 2024, in diesem Jahr und im nächsten Jahr 100 Milliarden Euro Schulden aufgeben. So, da haben wir wieder einen beliebten rhetorischen Trick. Man nimmt einfach 2 Jahre zusammen. Warum? Macht eigentlich inhaltlich gar keinen Sinn, aber dann hat man eine hohe Zahl, die man sagen kann. 100 Milliarden, Mensch, 100 Milliarden, das klingt doch viel, ne? Also sagen wir, die Schuldenbremse, die macht schon, hat schon genug Spielraum, denn wir haben ja 100 Milliarden. So, die 100 Milliarden sagen natürlich nichts aus. Selbst die 50 Milliarden sagen nichts aus, denn man muss ja schauen, wie groß ist eigentlich die Volkswirtschaft, die man mit diesen 50 Milliarden ankurbeln will. Und die ist nun mal 4.000 Milliarden groß. 50 Milliarden von 4.000 Milliarden sind also ein bisschen mehr als 1% Defizit. Ne? 1% Neuverschuldung. Zum Vergleich, die USA machen 8%. Die haben während Corona-Krise sogar 15% gemacht. 8% bedeutete 320 Milliarden. Und zwar nicht zusammengerechnet über 2 Jahre, sondern pro Jahr. Ja? 8% Defizit. US-Verhältnisse für Deutschland würden das bedeuten. Jetzt brauchen wir keine US-Verhältnisse, denn wir haben noch den Vorteil, in Anführungszeichen, dass ja das Ausland für uns Schulden macht. Und zwar 250 Milliarden Euro jedes Jahr. Also etwas mehr als 6% der Wirtschaftsleistung. Das ist unser Exportüberschuss. Der ist übrigens EU-regelwidrig, weil der dürfte maximal 6% sein. Ist aber größer als 6% jetzt wieder. Und deswegen kurbelt das Ausland ja unsere Wirtschaft an. Nur wenn das Ausland eben gerade auch ein bisschen kriselt, weil China beispielsweise nicht mehr so viel von uns kauft und weil Donald Trump bald nicht mehr von uns so viel kaufen will, dann haben wir das Privileg nicht mehr. Und dann können wir uns nicht mehr mit so niedrigen Defiziten wie 0, noch was oder 1%-Pünktchen zufrieden geben, sondern müssen wir auch bereit sein, mehr zu machen. Frankreich hat beispielsweise auch 5% gemacht. 5% hieße auch für Deutschland 200 Milliarden neue Schulden in einem Jahr. In Linnemanns Sprache 400 Milliarden in den letzten 2 Jahren. Ja, vielleicht versteht das ja so besser. Die Länderformel ist nicht flexibel. Mhm. So, und dass man da drüber reden kann, das ist jetzt nicht neu. Das hat er schon länger gesagt. Ich glaube, gesagt. Das ist sehr neu. Das ist ja auch eine Forderung der Ministerpräsidenten, weil sie sagen, ihr habt die Flexibilität im Bund, wir nicht. Gut, sie erklären das jetzt so, ich zitiere mal ganz schnell. Also das ist wirklich, diese 30 Sekunden sind an Peinlichkeit in einer Talkshow nicht zu überbieten. Maybrit Illner weiß nicht, dass Friedrich Merz das auch schon mal gefordert hat, dass die Konjunkturkomponente der Länder, der Schuldenbremse der Länder reformiert werden soll. Carsten Linnemann wiederum sagt, die Länder haben ja gar keine Konjunkturkomponente. Also Konjunkturkomponente ist, läuft die Wirtschaft ein bisschen schlechter, als sie eigentlich laufen könnte, darf man selbst unter der Schuldenbremse ein bisschen mehr Schulden machen. Ja? Wurde im Bund jetzt häufig drüber gesprochen schon. Und Carsten Linnemann behauptet hier, die Länder haben das nicht. Und eine Reform der Schuldenbremse könnte ja so aussehen, dass man das den Ländern ermöglicht. Das würden die Ministerpräsidenten fordern. Zitat Carsten Linnemann. Das hat Jens Spahn auch zuletzt gesagt und das sagt Friedrich Merz auch, nur das ist ein bisschen peinlich, denn offensichtlich wissen die nicht, was ihre Ministerpräsidenten und die Länder wollen, denn 15 der 16 Länder haben bereits eine Konjunkturkomponente. Ja, nur Bayern nicht. Carsten Linnemann kommt ja bekanntlich aus Paderborn, NRW. Und da müsste er wissen, dass auch NRW im Landeshaushalt eine Konjunkturkomponente hat. Es gibt dazu übrigens eine sehr schöne Studie, die hier vom DGB Bürger Scholz, die grundgesetzliche Schuldenbremse und ihre Umsetzung durch Bund und Länder, klingt erstmal staubtrocken. Aber da steht was Interessantes drin. Und zwar hat er mal hier aufgelistet, wie die Schuldenbremse denn in den Ländern ausgestaltet ist. Und siehe hier, hier gibt es das Feld Konjunkturbereinigung. Bedeutet Konjunkturkomponente ja oder nein? 15 Mal ja, nur einmal nicht Bayern. Heißt zu behaupten, dass die Länder ja hier wollten, dass das geändert wird, ist falsch. Dafür brauchen die auch den Bund nicht. Das können die Länder selber, denn ob sie eine Konjunkturbereinigung in ihrer Schuldenbremse machen, wie sie die machen, also mit welchem Verfahren, da gibt es nämlich unterschiedliche Verfahren, zum Beispiel hier das Bundesverfahren, dann das
das Steuertrendverfahren, es gibt das Steuerniveauverfahren oder halt für Bayern kein Verfahren. Ja? Das dürfen Sie alles selber entscheiden. Sie dürfen sogar selber entscheiden, ob Sie die Schuldenbremse in die Verfassung packen oder nicht. Ja? Für eine Verankerung in der Verfassung haben sich die meisten entschieden, einige wiederum nicht. Ja? Also Berlin, NRW, Saarland, Sachsen, Anhalt und Thüringen haben das nicht gemacht. Ja? Und da sagt jetzt Carsten Linnemann, das alles würde nicht existieren. Wie peinlich, ja? Wie peinlich, dass er nicht weiß, was die Länder wollen. Was die Länder wollen, ist nicht die Konjunkturkomponente verändern, sondern die Möglichkeit, die strukturelle Neuverschuldung zu erhöhen. Strukturell heißt, der Bund darf 0,35% strukturell neu machen, unabhängig von Konjunktur. Die Länder 0,0. Die strengstmöglichste Auslegung der EU-Verträge sagt, eigentlich darf Deutschland 0,5. Das hieße 0,35 der Bund, 0,15 für die Länder. Das fordern die jetzt. Das strukturell mehr Neuverschuldung. Nicht Konjunkturkomponente. Ist einfach schlicht falsch. Ist natürlich auch wieder bitter, ne, dass hier unsere Moderatorin die 600.000 im Jahr verdient und eine fette Redaktion hinter sich sitzt, dass die mal wieder, ach, so ein lästiges Detail jetzt nicht weiß, ja, was wirklich nichts Neues ist, dass die Schulden, wie die Schuldenbremse in den Ländern umgesetzt ist, kann ihm nicht Paroli bieten. Und leider hat auch der SPD-Generalsekretär Mirsch hier verpasst, Carsten Linnemann mal einen einzuschenken oder die Hosen auszuziehen, denn hier hätte er jetzt ja richtig auf Angriff gehen können. Ne? Carsten Linnemann, du weißt ja nicht mal, was in den Ländern abgeht, aber bläst dich hier auf zur Schuldenbremse, so viel zur Finanz- und Wirtschaftskompetenz der CDU. Natürlich haben 15 von 16 Ländern schon eine Konjunkturkomponente, die können die auch selber ändern, da brauchen die dich gar nicht für und offensichtlich bist du ja auch keine Hilfe, denn du weißt ja nicht mal, was das Szene ist. Du weißt nicht mal, was die Gesetzeslage ist, was schon peinlich ist, als der Mann, der aus der Mittelstandsunion der CDU kommt und sich ach so toll mit Wirtschaft auskennt, hätte den so fertig machen können. Stattdessen sitzt er da und schweigt. Warum? Weil er es selber nicht weiß. Weil er es selber nicht weiß. Und das ist jetzt wieder kein krasses Geheimwissen von mir. Ja? Das ist öffentlich bekannt. Wie kann man das in Vorbereitung auf so eine Sendung, auf so eine Debatte, und gerade da Merz selber schon mal diesen Fehler gemacht hat, bei Karim Joska damals, Karim Joska hat das auch nicht aufklären können, leider. Ich habe das damals da schon angesprochen, ein Video dazu gemacht, ja, verlinke ich euch nochmal. Aber meine Güte, da ist so wenig Substanz dahinter. Christian Lindner sagt, der Friedrich Merz hat ja jetzt nicht seine ökonomischen Grundüberzeugungen übernommen. Jetzt kommt er einfach damit durch. Nacht ausgetauscht. Das sind, ich zitiere, Lockerungsübungen in Richtung SPD und Grüne. Nein, das stimmt nicht. Wir machen keine Lockerungsübungen. Wir gehen geradeaus. Mit uns gibt es keine Veränderung im Bund an der Schuldenbremse, weil das unsere tiefe Überzeugung ist, Frau Schnitzer. Es gibt aber ja auch bei Ihnen im Merz hat sich übrigens ja gar nicht festgelegt, ob er gerade beim SZ-Wirtschaftsgipfel über Bundes- oder Länderschuldenbremse spricht. Carsten Linnemann fährt ihm hier also womöglich auch gerade ordentlich in die Parade. Wie unterschiedliche erklären Sie sich diese Nein, das stimmt nicht. Diesen Reformvorschlag haben wir zu fünft verabschiedet. Ja. Mhm. Und nochmal an der Stelle geht es dann. Ups, ja, Carsten Linnemann direkt so, ja, ja, ups, lag ich wohl falsch. Warum? Man könnte die Verschuldungsräume etwas erhöhen, statt 0,35% des BIP 0,5 oder 1%, je nachdem, wie hoch die Schuldenstandsquote ist. Ja. Dann hätte man es im Zweifel verdreifacht, dann wären wir immer noch nicht bei einem Riesenbetrag, aber es würde die Schuldentragfähigkeit nicht. Und diese Jährigkeit und Jährlichkeit ist ein Problem, weil man. Dafür plädieren Sie auch, dass man in einem Notfall eben nicht alles in dem gleichen Jahr zurückzahlt. Also bei einer Ausnahmeregel, die man zieht, wenn es wirklich einen Notfall gibt, dass man dann das nicht in einem Jahr schon alles abgearbeitet hat. Ilna wirft mal wieder mit Begriffen um sich, die sie selbst nicht versteht, ja, Jährigkeit und Fälligkeit, sondern es geht darum, wenn man in einem Jahr die Notlagenklausel der Schuldenbremse aktiviert und ich sag mal einen Prozentpunkt Neuverschuldung macht und im nächsten Jahr dann nur noch 0,35% machen darf, dass man nicht von diesem 1 auf 0,35% direkt runterbremst, sondern sagt, wir nehmen uns jetzt 3 oder 5 Jahre Zeit, um peu à peu
das Defizit kleiner werden zu lassen, bis wir wieder bei diesen 0,35%. Da geht es nicht um Zurückzahlen, einfach falsch wieder. Ach, da muss was gar nicht geht, also, sondern dass wie viel man zwei, wie viele Milliarden mehr sind es denn dann? 30 dann sind Milliarden? Das, ja, das ist also ein kleiner, mal, zweistelliger aber, Betrag. Aber nur mal so, 1 Billion Euro dieses Jahr, ja. Das sind 1000 Milliarden, nehmen wir Steuern ein. So viel noch mal in den Sozialversicherungen. Jetzt fangen wir an, hier ein kleines Schräubchen und da. Also, lasst uns doch den Hunger des Staates nach neuen Ausnahmen begrenzen, damit wir Politiker gezwungen werden, A, Prioritäten zu setzen und B, die Verkrustung Strukturen zu brechen. Aber das haben wir genau nicht gemacht. Also die Ampel hat ja, die Ampel hat es nicht gemacht und die Große Koalition hat es vorher auch nicht gemacht. Wir haben in Zeiten, wo es wirklich genug Geld gab, wo wir schwarze Null geschrieben haben, nicht in die Infrastruktur investiert, nicht in die Bildung investiert. Und genau nicht das in die sagt Friedrich Merz. Er sagt ja selber, wenn man fest. Schade ist allerdings, dass sie als Ökonomen nicht dagegen hält mit einem ökonomischen Argument, nämlich, dass der Staat die Wirtschaft stabilisieren muss, indem er Nettoimpulse setzt, also mehr Geld ausgibt, als er einnimmt. Und das kann natürlich sein, indem er die Ausgaben erhöht oder die Einnahmen reduziert. Er muss also netto mehr machen und das heißt, netto heißt nun mal mehr Schulden machen. Mehr neue Schulden machen. Damit treibt man die Wirtschaft an. Nicht, indem man im Haushalt hier ein kleines bisschen was wegnimmt und da wohin schiebt. Ne? Das damit kriegt man die Wirtschaft nicht vom Fleck. Legen könnte, wozu, also ganz wohin genau investiert wird, zu welchem Zweck investiert wird, dann ließe sich, ich wiederhole nochmal, das selbstverständlich reformieren. Das, Entschuldigung, wir sind ja das können alle Sie bei mit Steuern den sieben nicht machen. Sinnen. Die Steuern kommen alle in einen Eimer. Ja. Und da können Sie nicht sagen, das ist hier zweckgebunden für Konsum etc. Wenn wir die Schuldenbremse lockern im Bund, oder uns verabschieden, gibt es einen Wahlkampf über Konsumausgaben ohne Ende. Ja. Kann ich dafür Ihnen jetzt schon voraussagen? Dafür haben wir einen Vorschlag. Und, das ist genau unser Vorschlag. Dafür haben wir gestern unser Jahresgutachten vorgelegt. Es hätte nicht passender sein können vom Zeitpunkt her, denn wir haben hier genau Wege aufgezeigt, wie man das machen kann. Man könnte erstens einen Infrastrukturfonds aufsetzen, wo man alle Einnahmen, die man jetzt beispielsweise aus der LKW-Maut hat, hier rüberzieht, um dafür zu sorgen, dass es wirklich dafür ausgibt. Das kann man machen. Man könnte Mindestquoten machen. Man könnte sagen, für die Verteidigung gesetzlich festlegen, wirklich 2%. Verteidigung ist übrigens größtenteils Konsumausgabe. Da sind wir uns ja hoffentlich einig, dass wenn man eine Bombe baut und die einmal zündet, dann hat man davon nichts mehr im Vergleich dazu, wenn man eine Straße baut oder eine Brücke baut. Ja? Also wird immer so getan, Konsumausgaben sind ganz schlimm, aber dann sagt man wieder Verteidigungsausgaben 2%, besser bald 3%. Ja? Die Wirtschaftsweise Malmen, die hat sogar schon 4% der Wirtschaftsleistung in Aussicht gestellt. Das wird ab 2028 im Haushalt richtig krachen, denn dann müssen die ganzen Corona-Schulden getilgt werden. Dann hat man 12 Milliarden weniger unter der Schuldenbremse jedes Jahr, die man Schulden machen darf. Und das Sondervermögen ist leer. Wenn man dann 2% NATO-Quote erfüllen will, muss man schon 30 Milliarden mehr ausgeben im normalen Haushalt für Verteidigung. Im Moment sind es 50. 80 wären dann 2% der Wirtschaftsleistung. Wenn die dann größer ist, vielleicht sogar schon 85 oder 90. 3% wären 120 und 4% 160. Also, wo 110 Milliarden Euro bei 4% Quote aus dem Haushalt rausgekürzt werden sollen, das würde ich ja gerne sehen. Das sollte auch Malmen dir die Wirtschaftsweise da mal erklären. Ja? Glaube ich nicht dran. Man könnte das auch für Bildung machen. Das sind Dinge, auf die man sich binden kann, genau wenn man sich auf die Schuldenbremse gebunden hat. Man hat sich bei der Schuldenbremse begrenzt bei den Ausgaben. Wir können uns genau mit der gleichen Möglichkeit, gesetzlich, verfassungsrechtlich möglicherweise, auch dadurch begrenzen, dass wir sagen, wofür geben wir das Geld aus? Frau Schnitzer, noch einen Punkt. Das haben wir gemacht beim Sondervermögen für die Bundeswehr eigentlich, die 100 Milliarden. Es geht aber nicht in die Bundeswehr, sondern zum großen Teil wird es rausgezogen, um das NATO-Ziel, den NATO-Ziel nachzukommen. Ich will nur sagen, wenn wir jetzt anfangen in Deutschland, die Franzosen und Italiener, die warten ja nur drauf. Wir haben eine Staatsschuldenkrise gehabt. Ich kann Ihnen sagen, der Euro wird abwerten, wenn wir jetzt anfangen. 2009 der wird ist diese abwerten. Schuldenbremse geschrieben worden, richtig? Ja, ist geschrieben worden, der wird abwerten. Wann wird er abwerten, wenn wir die Schuldenbremse reformieren? Also die Importe werden teurer, wir werden Inflation bekommen, die Geldpolitik wird laxer. Wir als Deutschland müssen... Wenn wir Inflation bekämen, würde die Geldpolitik übrigens nicht laxer, sondern anziehen. Ja? Erstens, um den Euro wieder aufzuwerten und zweitens, um die Inflation zu bekämpfen. Also sein willkürlich herbeigezaubertes Szenario, Schuldenbremse aufheben, gleich Euro wertet ab, gleich Inflation, weil Importe teurer, gleich Geldpolitik senkt die Zinsen, ist einfach falsch.
Stabilitätsanker bleiben. Wir müssen investieren. Wir müssen investieren in die Infrastruktur, in die Bildung, in die Verteidigung. Herr Lindemann kann sich eine Sekunde erholen. Wir haben uns gemerkt, was Robin Alexander vor ungefähr 30 Minuten gesagt hat, nämlich, dass es eine Zweidrittelmehrheit gegebenenfalls nicht mehr so lange geben könnte im Deutschen Bundestag. Sie bereiten sich schon mal auf die Frage vor, ob es nicht sogar ganz gut wäre, darüber noch vor den Wahlen nachzudenken, also über eine Reform der Schuldenbremse. Parallel fragen wir die anderen Gäste. Frau Kottbeck, sagen Sie. Matthias Milch war einfach seit, ich habe jetzt, also hier gerade sehe ich netto, ja, es gibt, sind bei Minute 43, eingestiegen sind wir mit Milch bei Minute 31, der hat einfach 12 Minuten zur Schuldenbremsendebatte geschwiegen, ja. Geiler SPD-Generalsekretär, Macher, echter Macher. Sie, wie zentral es wäre, das jetzt tatsächlich aufzuschreiben? Also die Union wäre wirklich gut beraten, sich an die Worte von Wolfgang Schäuble zu erinnern, die er gesagt hat nach dem Verfassungsgerichtsurteil in der Fraktion. Da hat er nämlich seine Leute gemahnt und gesagt, jubelt nicht zu sehr, dass die Ampel diese Klatsche bekommen hat. Ihr werdet, wenn ihr mal wieder regieren wollt, auch Geld brauchen. So oder so ähnlich waren seine Worte. Und ich glaube, das sollte sich die Union zu Herzen nehmen. Ich bin inhaltlich bei dem, was der Wirtschaftsrat sagt, dass die Schuldenbremse eine Reform braucht. Es sollte tatsächlich nicht so sein, dass der Staat weiter konsumtive Ausgaben macht. Und es ist so, dass in den vergangenen 20 Jahren zu viele Dinge aufgelegt worden sind im Sozialstaat, die nicht zwingend nötig sind. Aber jetzt braucht der Staat tatsächlich Geld, um die Infrastruktur. Welche denn? Soll sie mal ein Beispiel sagen? Flott zu machen. Um die Digitalisierung durchzusetzen. In Bildung muss es Investitionen geben. Und übrigens noch ein Funfact zur Digitalisierung. Ich hatte ja die Streichliste aus Berlin erwähnt, Berliner GroKo. Die kürzen, ich zeige es mal gerne, den anteilig größten Einschnitt im Budget gibt es bei der Digitalisierung der Verwaltung. 70 Millionen sollen eingespart werden, rund ein Viertel der Mittel. Allein die Mittel für die Einführung elektronischer Akten werden halbiert. Dazu diverse Anschaffungen von Informations- und Kommunikationstechnik, Computer, Beamer, Laptops etc. aufgeschoben. Digitalisierung auf Sparflamme. Außerdem, auch für das Förderprogramm Breitbandausbau werden 4,5 Millionen Euro weniger eingeplant. Gut, wer nicht digitalisiert, kann auch auf den Netzausbau verzichten, könnte man zynisch sagen. Also, das zum Thema Digitalisierung unter der Schuldenbremse, ja? Wunschdenken. Das kann der Staat nur leisten, indem er auch da nochmal in einen Investitionsschub über Schulden macht. Und deshalb, ja, sie sollte reformiert werden in wirklich engen Grenzen. Und die Union wäre auch klug beraten, das noch vor der Bundestagswahl zu machen, weil wir tatsächlich nicht wissen, ob es die verfassungsändernde Mehrheit noch gibt danach. Ja, immerhin, auch sie ist für eine Reform. Good to know, dieses Argument, dass es bald ja keine Zweidrittelmehrheit mehr gibt. Sehe ich ehrlicherweise nicht, denn BSW hat in ihrem Programm stehen, dass sie die Schuldenbremse reformieren wollen. Ein neues Sondervermögen, das würde sicherlich mit AfD und BSW, wenn die denn auf Sperrminorität kämen, wenn, nicht geben. Dass aber allerdings AfD und BSW eine Sperrminorität erreichen, ja, wäre möglich, aber wenn man sich die aktuellen Umfragewerte anguckt, kann es auch immerhin noch nicht sein, ne, dass AfD und BSW es zur Sperrminorität bringen. Mal schauen, muss ja auch erstmal noch gewählt werden. Nur für das Sondervermögen Bundeswehr mag das vielleicht ein Problem sein. Ich glaube, für die Schuldenbremse ist es das weniger, weil da wird BSW nicht dagegen sein. Außer man erzählt denen die ganze Zeit, wir machen jetzt Schuldenbremse lockern für Aufrüstung. Dann wären die sicherlich dagegen. Ich weiß aber nicht, ob die dann strategisch sich trotzdem, weil ich meine, Sarah Wagenknecht, Fabio De Masio und Co., ne, die fordern seit Jahren und Jahrzehnten fast eine Reform der Schuldenbremse, eigentlich seit es die Schuldenbremse gibt, dass sie jetzt dann diesen historischen Moment vergeigen, glaube ich noch nicht mal realpolitisch. Ja, insofern, aber es ist komisch, es gilt irgendwie überall, als wäre BSW für die Schuldenbremse und gegen eine Reform. Ne? Stimmt ja gar nicht. Was nicht heißt, ne, dass BSW jetzt irgendwie toll wäre oder so. Bitte nicht falsch verstehen. Geht nur um die Schuldenbremsenposition. Ja, damit schließen wir diese Debatte. Wir halten fest, die Moderatorin hatte mal wieder keine Ahnung. Carsten Linnemann hatte keine Ahnung, hat sich blamiert. Der SPD-Generalsekretär hat 5-mal den Ball auf dem Elfmeterpunkt liegen gehabt und nicht einmal verwertet. Schlimm. Ein Trauerspiel. Jetzt interessiert mich natürlich, wie seht ihr das Ganze? Wie findet ihr vor allem die Performance von Matthias Mürsch, wenn man sich das mal anguckt? Und
Habt ihr gewusst, dass es diese Konjunkturkomponente in den Ländern schon gibt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr ein Like da lasst, Abo da lasst und die Glocke aktiviert, um neue Videos nicht zu verpassen. Neue Videos gibt es immer dienstags, freitags und sonntags um 16 Uhr. Dienstags, freitags, sonntags, 16 Uhr. Leicht zu merken. Das könnt ihr euch in die Kalender schreiben. Da geht es hier immer rund. So, und jetzt alle Links zum Newsletter und zur Studie unten in der Videobeschreibung. Gerne auschecken und Ohren steif halten. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.